Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Agri for Games News, Leute. Heute mal aus einer ungewohnten Umgebung, aber hier können wir euch direkt die allererste News zeigen. Und zwar wurde hier neue CBs hinzugefügt. Ich finde das sehr gut, weil dadurch die neuen Spieler nicht immer auf Citybit 1, Citybit 4 oder so gehen, wo immer alle mit Rängen oder so sind. Hier können jetzt die neuen Spieler anfangen, Citybit 4, 15 und 16, was ich mir so denke, ja, 4 Server reichen noch schon, aber guckt mal, Leute, die wollen ja noch 17 und 18 hinzufügen, wo ich mir so denke, als ob die wirklich so viele Spieler drauf spielen, Leute. Ihr müsst nämlich wissen, ich war schon dabei, wo Citybuild 4 eingeführt wurde, Leute. Da war ich schon dabei. Tja, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile. Okay, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Citybuild 8 und sehen und gucken uns mal an, welche News es noch so gibt. Also, die nächste News ist, Leute, dass, Wipex, ja, ihr wisst ja, dass Wipex auch Wünsche erfüllt macht. Wipex kann sich ja auch Geld cheaten und so. Auf jeden Fall, ich finde dieses Wünsche erfüllen ein bisschen komisch. Ich habe mir davon neulich mal ein Video angeguckt, Leute. Und das fand ich ein bisschen komisch, weil die Leute dürfen ihr Limit selber bestimmen, indem sie irgendwo reingehen und manchmal bekommen sie auch einfach nichts, was ich irgendwie ein bisschen perplex finde. Okay, Leute, die nächste News ist, das war jetzt einfach nur eine News von mir so. Die nächste News ist, dass jetzt wirklich jeder Supporter zu, also der jetzt Supporter war, wurde jetzt Moderator hochgestuft. So Tata, müsstet ihr jetzt alle kennen. Und Bantor ist jetzt Admin, ich weiß nicht wozu, wer jetzt noch alles Admin ist. Auf jeden Fall gibt es jetzt anscheinend mehrere Admins, Leute. Ist auch nicht schlecht, können sich mehr Leute um die Führungsposition kümmern. Ich denke mal, dann werden die in nächster Zeit wieder eine neue Supporter-Bewerbungsphase machen. Was auch nicht schlecht ist, aber ich frage mich, welche Aufgaben denn Band hat. Der ist bestimmt als Forum-Admin angestellt, so wie ich das sehe. Und hat jetzt diesen Rang auch auf Teamspeak bekommen. Ich denke mal, die anderen, Scarwater, Green und so, sind immer noch Moderatoren. Weiß ich jetzt aber noch nicht so genau, Leute. Und zwar, Leute, ihr wisst ja, in letzter Zeit kommt ja nicht so immer auf Citybit 1, weil immer diese Kacksperre da ist. Ich glaube, nur Supremes kommen da rein. Und zwar ist es so, Citybit 1 ist ab einer bestimmten, wenn über 250 Leute drauf sind, kann man da nicht mehr drauf, nur noch als Supreme und dann wird halt ein niedriger Rang gekickt, glaube ich. Aber Leute, ich habe mir extra für Citybit 1 Ultra geholt gehabt, auch für Join-Rechte und jetzt kann man das einfach nicht mehr benutzen. Das finden sehr viele Griefer Games Spieler dumm. Nur mal jetzt, falls es jetzt einer im Griefer Games Team sieht, nimmt bitte diese Blockade wieder raus. Die könnt ihr bei abgesehenen Streams reinmachen, aber nicht jetzt so. Ja, okay, Leute, dann würde ich sagen, war es das schon von dieser News-Folge. Wenn sie euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.